Schaut mal. Das ist jetzt die Übersicht von meinem Schleifenband. Und ich finde, das kann sich doch sehen lassen. Ne? Und so kriege ich Ordnung in alles rein, weil alles andere ist mir tierisch auf die Nerven gegangen. Und so finde ich, ist es doch entschieden besser. Und wie gesagt, Gummilitze drauf aufwickeln oder Spitze. Eine bessere Übersicht könnt ihr gar nicht kriegen. Hier sind meine Gummibänder. Das ist nur ein kleiner Vorrat, den ich habe. Und wie gesagt, hier ist auch nur ein kleiner Vorrat an Spitze. Und wenn ihr das seht, das ist um mich herum ziemlich wühlig. Ich bin dabei und versuche mein Bastelzimmer aufzuräumen. Weil nämlich sowas wie das hier möchte ich auch gerne weghaben. Nicht weghaben im Sinne von wegschmeißen, sondern weghaben im Sinne von Ordnung. Und nun zeige ich euch, wie das geht. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man Ordnung in Schleifenbänder kriegt. Ich hatte mein Schleifenband farblich sortiert in diesen Dosen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Dosen ich hatte. Und das ging mir ja so richtig auf den Nerv, weil ich nicht wusste, wohin packen. Aber das hochwertige Schleifenband ist einfach zu teuer, um es wegzuschmeißen. Und deshalb habe ich mir solche Karten gestanzt. Diese Stanze sieht so aus. Und als ich die gekauft habe, gab es die in so einem Set. So, und ich habe, weil das immer alles in losen Tüten ist, mir das auf eine Plastikkarte gemacht mit doppelseitigem Klebeband. Und das kommt nachher in so einen Umschlag und dann kann ich das in meine Kiste räumen. So, und worum es geht, ist, ich habe dann so ein Stück Pappe genommen, wie gesagt, und habe mir das ausgestanzt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So sieht das dann aus, wenn das kleiner ist. Und ausgestanzt sieht das dann so aus. Ich habe die Karte dann hier eingeschnitten. Nicht alle, nur bei einigen. Wenn ich Schleifenband drauf gemacht habe, dann habe ich das auf der Rückseite. Ja, nicht die Werbung gucken, die ist nicht relevant, weil ihr wisst, wegwerfen war gestern und ich habe mir die dementsprechende Pappe gesucht. Und da ich von dieser Pappe sehr viel habe und auch immer wieder anfällt, bietet sich das natürlich an. Und dann habe ich das einfach festgesteckt mit einer Stecknadel. So, jetzt habe ich ja noch ein anderes Problem, das ich ja auch lösen möchte. Und das kann ich machen mit dieser Karte. Und zwar, was ich hier habe, das nennt sich Stickwolle. Ja, ich bastel nicht nur mit Papier, ich habe ein bisschen mehr in Arbeit. So, und wenn ihr die nämlich hier zwischenschiebt, dann ist das Ende fest. Und dann wickelt ihr das einfach hier so auf. Ich habe das mit, wie heißt das, mit Spitzenbändern gemacht, mit Schleifenbändern gemacht, mit Gummilitze gemacht. Überall lag immer was rum und jetzt habe ich Ordnung. Und in der Regel sind das Reste. Weil da bleibt immer irgendwann irgendwo was über. Und dann wickel ich das einfach nur hier rauf. Schiebe das ein bisschen zusammen. Weil wenn ich das mache, kriege ich ja auch noch mehr darauf. Weil mich riecht es tierisch auf, dass überall was rumliegt und ich eigentlich nicht in der Lage bin, da mal richtig Ordnung reinzubringen. So,
Und das ist jetzt das Ende. Und das Ende klemme ich da auch rein und schon brauche ich nichts mehr. Das ist fest. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sogar besser, wenn ich das Ende hier rüber ziehe und dann einfach nur durchziehe. Dann ist das hier hinter quer und hier vorne ordentlich und es kann nicht weg. Und so mache ich das jetzt mit meinem ganzen Stickgarn. Und diese Karten, das ist nichts anderes wie früher Omas, ich glaube, ich habe sogar noch sowas. Ich weiß nur gerade mal im Moment so aus dem Stegreif nicht wo. Muss mal eben sehen, ob ich hier eine drin habe. Ich dachte, ich hatte. Nee, hier unten nicht. Nee, das kann ich im Moment, oder warte mal, doch. Erstmal, der Tisch steht schief. Ich bin hier mega am Aufräumen. Und der braucht erstmal seinen vernünftigen Platz wieder. Das ist ganz alleine meine Schuld, dass das jetzt nicht funktioniert, so wie ich will. Das steht nicht richtig. Sowas meine ich. Omas Strumpfstopfwolle. Nichts anderes ist das. Und wie gesagt, das gibt Ordnung. Das gibt wirklich Ordnung. Ne? Das wollte ich euch nur mal eben zeigen. Das war jetzt mal ein ganz schnelles Video. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie. Aber wie gesagt, ihr diese Stanzen müsst ihr euch... Müsst ihr nachsuchen. Ich habe vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, mal richtige Stickgarn gehabt, Sticktwist. Und da gab es so eine Kiste, da konnte man die Reste von Stickgarn auf so lange Pappen wickeln. Und ich muss am Dienstag nächste Woche anrufen bei dem Hersteller, weil die mir so nicht weiterhelfen konnten, ob sie diese Karten noch haben, weil es wäre schade. Die Kiste, die kann man so aufklappen, kann man nach vorne wegklappen. Und dann sind da so Kunststoffdinger drin, wo man diese Pappen mit den Farben reinsteckt. Und ich hätte gerne noch diese Streifen gehabt. Und wenn es diese Streifen natürlich nicht mehr gibt, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als sie nachzuschneiden. Aber das wollen wir erstmal sehen, was die sagen. So, ich wünsche euch jedenfalls bei meinem Ordnungsfimmel viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, das wird megamäßig Luft geben. Denn mein Stickgarn, das Stickgarn sage ich schon, mein Schleifenband, das waren, ich mal eben gucken, ich glaube 10 von diesen Kisten in verschiedenen Farben. Und jetzt habe ich das alles in einer Schieblade. Und zwar übersichtlich. Und wenn man die so in die Schieblade tut, hintereinander weg, natürlich nicht Sticker, ne, aber Schleifenband, dann kann man ja sehen, was man hat. Und dann kriegt man das auch schneller zurecht und findet sich auch schneller durch. Anstatt hier einen Topf zu nehmen und da einen Topf zu nehmen. Und wenn das Schleifenband dann aufgebraucht ist oder das Sticker, dann kann man diese Karte ja immer noch mal wieder verwenden. Weil besseres Schleifenband bekommt man immer mal wieder. Und ich finde, zu schade zum Wegwerfen. Und in diesem Sinne wollen wir ein bisschen Müll sparen. Tschüss!